Sage Segen. Ich bin Raphael und ich bringe euch Liebe. Es ist mein Wunsch und der Wunsch vieler aufgestiegener Meister, den Menschen die Liebe zu bringen. Denn ihr sucht alle danach. Ich bringe heute eine große Kraft in euer Herz und helfe euch, Heilung zu empfangen. Es geschieht Heilung, denn jeder Mensch, der sich auf seine innere Welt, auf sein wahres Ich bezieht, empfängt Heilung. Jeder Mensch, der sich auf sein Inneres bezieht, empfängt Trost. Und jeder Mensch empfängt Stärke. Ich gebe euch diese Worte in Zuversicht. Und ich sage euch, in euch liebt es, eine sehr große Kraft wohnt in euch liebt es. Seid euch darüber bewusst, dass es eine sehr große Kraft in euch gibt und diese Kraft darauf wartet, durch euch zu wirken. Ihr werdet durch viele Leben daran erinnert, dass in euch eine mächtige Kraft wohnt. Diese Energie kommt nicht von dieser Welt. Sie stammt aus eurem innersten Zentrum. Und wisst, dass dieses Zentrum schon immer besteht. Es ist ewig. Dieses Zentrum hat der Mensch nicht erst entwickelt. Es ist eure göttliche Natur. Eine mächtige Kraft wohnt in euch. Und es ist die Zeit gekommen, in der ihr beginnt, diese mächtige Kraft anzuerkennen. Dazu benötigt es die Stille. Denn wenn ihr nicht still seid, dann geht diese Kraft in das Ego. Dann werden eure Gefühle von dieser Energie aufgeladen und ihr werdet darunter leiden. Diese Kraft ist so groß, dass sie euch erhebt. Dazu braucht es euren Frieden. Frieden mit euch selbst und Frieden mit allem. Ihr seht, die Stille hilft euch dabei, den Frieden zu finden. Denn in der Stille kann euer Ego nicht existieren. Es ist auf die äußere Welt angewiesen, hingegen eure Seele nicht. Sie braucht die äußere Welt nicht. Sie ist bereits glücklich. Ihr seid jetzt hier in diesem Leben, in diesem Körper, um eure geistige Kraft hervorzubringen. Denn ihr geht den Weg in die Unsterblichkeit. Jeder Mensch, der den Ruf der Liebe vernimmt und ihm folgt, wird zu dieser Pforte geführt. Und Jesus hat gesagt, die Pforte ist schmal und der Weg ist schmal. Und nicht alle werden diesen Weg gehen. Denn das Tor in die äußere Welt ist weit geöffnet und viele werden diesen Weg gehen. Jesus hat die Menschen bereits vorbereitet und seine Worte klingen heute noch in den Herzen derer nach, die die Liebe in sich erkennen. So wisst, es geht um eure Ewigkeit. Es ist die Zeit gekommen, in der es darum geht, in die Ewigkeit einzutreten. Das ist nur möglich, indem ihr die Liebe in euch anerkennt und die Liebe spürt, still seid und betet. Gebete sind das Elixier der Seele. Gebete sind Empfindungen, Worte, und Energien, die direkt an die Quelle der liebenden Gegenwart gerichtet sind.
Eure Hingabe ist dabei entscheidend. Es kommt nicht darauf an, dass ihr viele Worte sprecht, doch wendet euch direkt an die Quelle allen Seins und wünscht, was ihr wirklich braucht. Wenn ihr spürt, dass ihr Stärke braucht, weil ihr euch oft zu schwach fühlt, dann ruft Gott an und verbindet euch mit Gott in euch selbst. Gott ist die Kraft in euch und Gott ist die Quelle allen Seins, überall. Ihr lernt, Gott in euch anzuerkennen. Und ich sage euch, dass der Weg über das Ich Bin vollzogen wird. Über das Ich Bin tretet ihr in direkten Kontakt mit Gott in euch. Aus diesem Grund sind diese Worte so wichtig. Alle aufgestiegenen Meister, die diesen Weg in das Licht vollzogen haben, sind über das göttliche Ich Bin gegangen. Sie haben ihr göttliches Selbst erkannt und verehrt. Dadurch sind die Illusionen von ihrem menschlichen Ich von ihnen abgefallen und die Schleier haben sich gelichtet. Der Blick ist aus dem Herzen ganz klar und rein und sieht in allem das Licht. Das bedeutet, dass ihr einen Weg über diese Erde geht, über diesen Körper, um durch diesen Körper euren Geist hervorzubringen, eure seelische Energie. Viele Menschen halten an diesem Körper fest. Sie beziehen sich auf ihn und sie beziehen sich zu dieser Zeit besonders stark auf die äußere Welt. Auch das ist ein Weg, doch er ist nicht für alle bestimmt. Der Weg ist bestimmt für einige, in die Ewigkeit einzugehen. Und es ist eine lange Geschichte, die der Menschheit zugrunde liegt, warum sie hier ist. Ihr seid hier, weil ihr eine weite Reise hinter euch habt, eine lange Reise liegt hinter euch, ein weiter Weg. Doch es ist nur eine Erkenntnis, die zu euch selbst führt. Und es sind die Worte der liebenden Gegenwart, die euch sagen, wer ihr wirklich seid. Ihr habt dies auf eurer langen Reise vergessen. Wohl habt ihr diese Worte schon an anderer Stelle gehört. Und das ist richtig so, denn die Menschheit wird daran erinnert, dass in ihnen eine mächtige Kraft wohnt und dass diese mächtige Kraft euer Erbe ist und dass mit dieser mächtigen Kraft die göttlichen Kräfte zu euch gelangen. Sobald ihr das Licht und die Liebe in euch anerkennt, wird eure Kraft zunehmen und ihr werdet euch über das Ego hinweg erheben können. Es wird keinen Einfluss mehr auf euch haben. Das, was ihr oft so mühevoll versucht zu bewältigen in diesem Leben, das ist eure Vergangenheit, das ist Ungelöstes. Es wird durch eure tiefe Liebe zu eurem göttlichen Ich Bin aufgelöst. Denn ihr werdet euch von dem äußeren polaren Feld des weltlichen Daseins abkoppeln können und eure Seele erkennen. Und in diesem Moment erfahrt ihr die mächtige Kraft der liebenden Gegenwart. Ich sage euch dies, weil das eine sehr wichtige Wahrheit ist. Die Pforte ist ein wenig geöffnet, sie ist schmal und auch der Weg dorthin ist schmal. Und viele gehen derzeit den Weg der äußeren Welt und verlieren sich in dieser äußeren Welt, denn für sie ist die äußere Welt realer als die geistige. Und das wird zugelassen, denn das ist ein Weg, den einige Seelen, und es ist die Mehrheit der Seelen, gehen werden. Sie werden über die Inkarnationen gehen. Andere werden den Weg in die Ewigkeit finden und nie mehr reinkarnieren. Und diese Seelen werden das Licht der göttlichen Gegenwart vollkommen in sich annehmen können und aus den göttlichen Kräften schöpfen.
Eingeleitet wurde dies durch Jesus und durch viele weitere, die zu einer späteren Zeit gekommen sind und die Menschen daran erinnert haben, dass in ihnen ein mächtiges Licht wohnt. Dieses mächtige Licht will von euch benutzt werden. Wenn ich sage Licht, dann spreche ich von einer Kraft, die in euch wohnt. Sie ist euch nicht erst gegeben worden, sie ist bereits vorhanden. Ihr benutzt euer Licht derzeit besonders für eure Gedanken, für eure Vorstellungskraft und für eure Gefühle. Dadurch gestaltet ihr euer menschliches Leben. Doch dieses Licht wird nur zu einem geringen Teil genutzt. Je mehr ihr die Liebe zu diesem inneren Sein und dem Licht in euch findet, werdet ihr des Lichtes gewahr und ihr werdet erkennen, dass euch ein göttliches Erbe mitgegeben wurde. Das sind die göttlichen Kräfte, welche erst durch die erhöhte Energie und durch das Licht auf die Seele übergehen. Dann wird der Seele das Vollkommene übergeben. Und je mehr ihr euch auf menschlicher Ebene mit eurer göttlichen Gegenwart verbindet, befreit ihr sozusagen eure Seele, die eingehüllt ist in euer menschliches Denken. Ihr begrenzt euch selbst. Die Begrenzungen wurden euch nicht auferlegt. Ihr habt sie akzeptiert. Und wenn ich sage Begrenzungen, dann sage ich, es geht um eure Kraft. Es geht um eure Fähigkeiten. Es geht darum, dass ihr euch selbst begrenzt. Und ihr sagt, dann und dann sterbe ich. So und so lange leben Menschen. Dies muss so und so sein. Das sind eure Glaubenssätze und diese binden euch an die äußere Welt. Durch die Stille und durch die Liebe werdet ihr diese Glaubenssätze entmachten, weil die Stille ein geistiges Bad ist. Ihr werdet in der Stille baden und die Stille wird das von euch nehmen, was ihr euch selbst angetan habt, denn ihr habt euch selbst Fesseln angelegt. Und ihr habt aufgehört, an eure innere Stärke zu glauben. Diese Kräfte sind in der Seele angelegt. Sie sind nicht im Menschen angelegt, nur in eurer Seele. Im Menschen ist nur das Ego angelegt. Das ist das äußere Selbst. Und das äußere Selbst bedient sich derzeit dieser Kraft. Aus diesem Grund habt ihr eine Gesellschaft erschaffen, die sich nach außen richtet, auf die polare Welt, auf etwas, das sie hat oder nicht hat, etwas, das sie vermeiden möchte oder das sie sich wünscht. Doch wisst, darin müsst ihr keine Energie vergeuden, denn ihr bekommt alles aus der liebenden Gegenwart, was ihr braucht. Konzentriert euch auf den inneren Frieden und auf die Stille in euch. Konzentriert euch auf das ewige Sein in euch und wisst, das Ewige erwartet euch. Sprecht es über die Ich-Bin-Kraft an. Jeden Tag, denn jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, euer äußeres Selbst zu überwinden. Und ihr werdet dann mit der Zeit rasch erkennen, wann eure Gedankenwelt euch versucht zu beeinflussen und aus der Vergangenheit heraus die alten Kräfte hervorzubringen. Das sind die alten Glaubenssätze. Das ist eure persönliche Geschichte und die Geschichten eurer Vorfahren. Sie wirken durch euer Ego, aber nicht durch die Seele. Ihr habt euch in diesen alten Glaubenssätzen verhaftet. Und diese Verhaftungen besitzen eine sehr große Macht über euch. Denn ihr habt aufgehört, an euch zu glauben. Und wenn ich euch sage, dass ihr alle in euch vollkommen seid, dann zweifelt ihr es an. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Einige versuchen es, doch eure Vorstellungskraft wird nicht ausreichen. Es wird über die Stille vollzogen, weil das Bad in der Stille euch erweckt. Und ihr werdet in der Weise erwachen,
wie die Schleier eures äußeren Egos abfallen, weil sie nicht mehr genährt werden. Und genau dieser Zeit geht ihr entgegen, die Wahrheit in euch selbst zu erkennen. Dazu sind Seelen bestimmt. Und wenn ich euch sage, dass nicht alle Seelen dazu bestimmt sind, dann unterliegt das zumeist ihrer eigenen Entscheidung. Wenn ein Mensch zu stark in der äußeren Welt verhaftet ist, dann ist diese Seele an das Menschliche gebunden und womöglich an das ewige Rad der Reinkarnation. Und es ist nicht alleine der menschlichen Spezies widerfahren, sondern auch schon anderen, auf anderen Planetensystemen, anderen Galaxien. Vieles kann euch und darf euch noch nicht erklärt werden, weil ihr es noch nicht annehmen könnt. Daher sage ich euch, beginnt, euch in der Liebe anzuerkennen. Ihr werdet durch das Wissen, das ich euch nach und nach gebe, in die Schöpfungsgeschichte eingeweiht, damit es euch möglich ist, über die menschliche Geschichte hinauszuwachsen und den wahren Sinn eures Daseins zu verstehen. Vertraut den Worten, wenn ich sage, liebt. Liebt euch selbst, liebt das Göttliche in euch und schließt euch an Gott an. Es liegt alles in euch, das ihr braucht. Die Suche in dieser Welt ist groß und breit. Und dadurch ist auch der Konsum im Äußeren gegeben, nicht nur im Materiellen, auch im Spirituellen. Erkennt, was ihr wirklich sucht und wisst, es wird euch alles gegeben, so ihr das Göttliche, eure liebende Quelle, anerkennt. Das ist eine große Aufgabe und nicht einfach für alle Menschen, denn die Menschen suchen im Außen. Und sie glauben, dass sie im Außen mehr finden als im Inneren, weil sie noch kein Vertrauen haben. Doch dieses Vertrauen, dem sie verlangen, finden sie in sich selbst. Ihr seht, ich spreche diese Worte zu euch, damit ihr euch erhebt und damit ihr erwacht und euch in eurer Göttlichkeit erkennt. Meine Worte sind nicht meine Worte, es sind die Worte, die aus der Gegenwart stammen. Diese Worte sind zeitlos, denn sie wurden bereits zu den Menschen vor vielen Jahren und Jahrhunderten und Jahrtausenden gesprochen. Es ist die Zeit gekommen, in der ihr die Möglichkeit habt, zu erwachen und euch zu erheben. Und das ist wichtig, denn es kommt eine Zeit auf die Menschen zu, die nicht für alle bestimmt ist. Und all jene, die das Licht, die die Liebe und ihre innewohnende Göttlichkeit anerkennen, kommt eine andere Zeit, die Zeit der Ewigkeit, das zeitlose Sein. Wenn ich euch sage Zeit, dann bezieht sich das auf die äußere Welt, dieser Welt, die Zeit, die den anderen Menschen gegeben ist, die das Licht und die Liebe und Gott nicht in sich anerkennen können, werden in der Zeit bleiben. Alle anderen werden in die Ewigkeit geführt, in die fünfte Dimension, durch die Zeit hindurch. Das ist eine sehr hohe Ebene für euch. Es ist die Ebene der Wachheit, die Ebene des Aufstieges. Es ist die Ebene der vollkommenen Bewusstheit und der vollkommenen Liebe. In dieser Ebene seid ihr wirklich zu Hause, denn von dort kommt eure Seele. Ihr werdet jetzt noch nicht alles genau verstehen können. Ich werde wieder darüber sprechen und ihr werdet es besser verstehen. Ihr werdet es nach und nach erkennen, was gesagt ist, denn es geht darum, dass ihr zunächst euch selbst erweckt, dass ihr durch eure bewussten Handlungen, durch das Einhaltgebieten eurer Gedankenwelt und durch die
Liebe, die ihr in eure Gefühlswelt bringt, Frieden findet und dass ihr euer Leben in der Weise gestaltet, wie ihr spürt, dass es im Namen der Liebe gelebt ist. Achtet darauf, wie ihr lebt, wie ihr eure Energie veräußert, was ihr sagt, seid achtsam. Denn je mehr ihr den Weg der Liebe geht, desto feiner werdet ihr und es ist immer weniger möglich und verträglich für euer Nervensystem, Energieabfälle hinzunehmen. Denn euer Energiesystem wird auf eine hohe Ebene eingestimmt und dazu braucht es eine Lebensweise, die der Liebe gleich ist. Lebt die Liebe, ordnet euer Leben, erkennt, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Lasst los, was ihr nicht braucht und was euch nicht nährt. Und lasst los, was zu viel von der äußeren Welt zu euch gelangt. Damit meine ich nicht alleine Materie. Ich spreche vor allem von den Informationen, die ihr vom Äußeren aufnehmt. Denn ihr nehmt viele Informationen auf und sie gehen in euren Mentalkörper. Und euer Mentalkörper wird Resonanzen suchen und das wird euren Lebensweg beeinflussen und benebeln. Geht selektiv vor, ihr braucht nicht viele Informationen von außen, denn ihr braucht vor allem die Informationen aus eurem eigenen Selbst. Wenn ich euch sage, aus eurem eigenen Selbst, dann bedeutet das sehr konkret, dass die Liebe zu euch sprechen wird und eure innere Stimme wird erkennbarer. Lernt, die innere Stimme zu empfangen und das geschieht über das Bad in der Stille. Denn je länger ihr in der Stille verweilen könnt, wird euch die Stille übernehmen und dann werdet ihr üben, die Stille mitzunehmen, wo auch immer ihr hingeht. Ich hatte euch einen Hinweis gegeben, 20 Minuten in die Stille zu gehen. Übt dies weiter, übt es und bleibt in der Stille. Nach einiger Zeit werdet ihr spüren, dass es für euch viel leichter möglich ist, die Stille mitzunehmen. Und ihr erkennt, dass ihr Bewahrer der Stille seid. Dadurch geht ihr selektiv vor. Die äußeren Gedankenkräfte werden keine Macht mehr über euch besitzen, sie werden euch nicht mehr erreichen. Und ihr werdet sehr bewusst in euren Entscheidungen, für welche Kräfte ihr euch öffnet. Eure Nerven werden dadurch verfeinert und ihr empfangt geistige Kräfte. Denn euer Nervensystem öffnet sich dann für die höheren Ebenen und ihr werdet das Licht und die Informationen, all jene, die für euch bereitstehen, empfangen können. Ihr seht, es liegt ein Weg vor euch. Es ist ein Weg des Übens. Es ist euer Schulungsweg. Ihr seid auf der Erde, um zu lernen. Ihr seid hier, um zu unterscheiden. Und ihr seid zu dieser Zeit geboren, um euch in das Göttliche zu erheben. Und ich gebe euch die Worte, die euch dabei helfen, und ich gebe euch die Übungen und die unterstützende Kraft. Das Licht und die Macht der Liebe in euch anzuerkennen. Ich spreche diese Worte zu euch, damit ihr sie tief in euch aufnehmt, danach lebt und beginnt, an eure Kraft zu glauben. Ein großes Halleluja erklingt in euch selbst, sobald ihr das äußere Geschehen immer mehr loslasst und es keine Anhaftungen mehr an das Äußere gibt, denn dann seid ihr frei. Dann seid ihr wirklich frei. Und diese Freiheit steht euch zu. Die nächsten Jahre auf der Erde unterliegen einer äußeren Macht und das wird von der göttlichen Gegenwart zugelassen, denn die Menschen müssen durch diese Konfrontation eine Entscheidung treffen können. Und das ist nur möglich,
wenn sich das äußere Geschehen deutlicher darstellt. Doch der Schutz ist eure geistige Anbindung. Dadurch erkennt ihr euren Weg und ihr versteht, worum es wirklich geht und ihr bleibt wach. Doch viele Menschen erkennen es nicht und sie gehen mit der äußeren Welt. Das ist die Verbindung der künstlichen Intelligenz mit der Digitalisierung und einer außenstehenden Macht, einer Kraft, die von dieser polaren Welt stammt. Und ich sage euch dies in dieser Deutlichkeit, weil dies schon einmal den Menschen und einer Kultur hier widerfahren ist. Es ist schon lange her, doch die Menschheit steuert wieder auf dasselbe Ereignis zu. Und wieder hat sich eine Pforte im Geistigen geöffnet. Eine geistige Pforte wird sich in einigen Jahren öffnen. Und ich sage euch, seid bereit, diese Pforte zu erkennen. Mit eurer Liebe und der Anbindung an euer wahres Selbst werdet ihr sie sehen. Ihr werdet sie mit eurem Herzen sehen. Wenn ich euch sage, dass ihr vorbereitet werdet, dann handelt es sich genau darum, dass ihr in der Energie seid und dass ihr erkennt, was von Gott kommt und unterscheiden könnt, was nicht von Gott kommt. Diese Klarheit ist den Seelen der Liebe und des Lichtes gegeben. Und wie ich euch gesagt habe, werden nicht alle diese Pforte erkennen, die zur Ewigkeit führt. Es wird in einigen Jahren sich diese Pforte auftun und den Menschen gezeigt. Und darauf werdet ihr vorbereitet. Aus diesem Grund sage ich euch, geht liebevoll, geht achtsam, geht weisem. Schließt euch an die Stille an, die in euch wohnt, denn sie hilft euch, das Äußere zu überwinden. Ich bringe euch mit diesen Worten Klarheit, Heilung und Segen. Nehmt diese Worte auf, empfangt Gottes Gegenwart durch euch selbst, denn der Schlüssel liegt in euch, das ist das Annehmen der Liebe in euch. Über die Liebe findet ihr zu Gott und über die Liebe löst ihr alle Probleme, denn es wird keine Probleme mehr geben. So sage ich Segen über euch, Freude herrscht. Ich habe mit diesen Worten zu euch gesprochen im Namen der aufgestiegenen Meister. Ihr werdet weitere Worte empfangen dürfen, die euch weitere Hinweise geben und die Richtung zeigen. Denn viele von euch sind schon seit langer Zeit unterwegs, auf der Erde, auf der Reise zu sich selbst. Jetzt verweilt noch einen Moment in der Stille und spürt in euch, da ist Liebe. Ihr könnt euch dazu die Hände auf das Herzchakra legen und spüren, ich bin eine gottgeborene Seele. Das Licht der Wahrheit lodert in mir und nichts der äußeren Welt vermag es zu trüben. Die Macht der liebenden Gegenwart erhebt mich, macht mich wach und erheitert mich in meinem Voranschreiten, und nichts der äußeren Welt vermag mein Gemüt zu trüben. Ich bin wach und klar für alle Zeit, denn ich bin ewig. Nehmt diese Worte zu euch, sprecht sie bewusst und achtsam aus und folgt der liebenden Gegenwart. Ich bin. Dies ist mein Segen im Namen aller, die euch lieben. So sei es.